Kung Fu Fitness Snackbar, der Kung Fu Commander Liefung ist online, niemals aufgeben, niemals kapulieren. Hier ganz rechts von Iromax, das vegane Protein, Sprechling. Ja. Ganz links haben wir mit Bubblegum das W-Protein. Ja. Und in der Mitte haben wir vom Mammut auch nochmal veganes Protein. Ja. Und ich finde auch gut, dass Mammut sich mit der Aufmachung ein bisschen mehr Mühe gibt. Ja. 460 Gramm sind drin. Ja. Und ich finde auch das neue Design von Mammut perfekt. Ja. Es ist Absoprotein. Und wir machen was für den Tierschutz. Ja. Mit dem veganen Protein. Und indem ich das gekauft habe für 15 Euro, unterstützen wir auch Stopp Mobbing. Ja. Also machen wir was für den Tierschutz und was gegen Mobbing. Finde ich super. Ja. Nougat-Geschmack. Ja, die Inhaltsstoffe und so weiter. Für die, die anfangen mit dem Sport, wird halt einmal erklärt, für was ein Protein gut ist. Ja. Protein tragen zur Erhaltung und zur Zunahme der Muskelmasse bei. Das habe ich für viele Jahre schon immer in meinen Clips erwähnt und auch immer in den letzten Clips erwähnt. Ist ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber gibt mal dem Anfänger, der jetzt vielleicht gerade mit dem Sport startet, mal ein bisschen Vorkenntnis, was Proteine macht für die Muskulatur. Ja, ich kann es nochmal erläutern. Proteine sind für die Zellerneuerung da. Für neue Haut, für neue Knochen, für das Wunder sich schnell heilt. Ja, wenn du einen Kratzer hast und nimmst einen Proteinüberschuss, tut sich die Wunde schnell heilen. Ist auch, dass du lang jung aussiehst. Ja. Macht auch Proteine. Wenn du Muskeltraining hast, wenn du richtig gut trainierst, den Muskel total erschöpfst, mit dem Kopf in den Muskel einversetzt. Das habe ich schon immer gesagt. Das ist ein kleiner Muskelzellerbruch. Das ist der Muskelkater. Dann hast du eine Erholungsphase, wo du den Muskel mit Proteinen auffüllst. Die Proteine nennen sich in der Magensäure Aminobilder, gehen in den Muskelzellen ein und halten die Muskelzellen, macht ihn größer und stärker durch den Reiz, durchs Training. Dann kannst du dann irgendwann immer mehr, hast du mehr Masse und kannst auch mehr kleine Muskelrisse machen, also kleiner Muskelzellerbruch und kannst in der Erholungsphase noch mehr aufbauen und so ist der natürliche Lauf, ja, im Bodybuilding, im Fitness-Bodybuilding. Ja. Was auch wichtig sind, natürlich sind Kohlenhydrate wichtig. Die kannst du, damals hat der Rübe mir auch mal so Supplements gekauft für Kohlenhydrate, das war so ein Eimer, ja, mit, keine Ahnung, das war Heidelbeer oder so weiter. Also wie schon gesagt, das ist Ergänzung zur normalen Ernährung. Ja, mit der normalen Ernährung mit Stimmbrot und damit gar nicht anfangen. Und das war auch so Pulver, das war schwer zu nehmen. Ich habe es immer mit auch meinem Proteinmixer rein, da, dass ich auch dort Kohlenhydratquelle habe. Aber ich fand, ich weiß gar nicht, wie der Hersteller mal war. War, ich glaube, einer von dem Rühls erste Sponsor. Ja. BDSM oder keine Ahnung, wie der Kaiser hat, ungefähr in der Richtung. Und durch Ernährung kannst du durch Reis, Schwarzbrot, Vollkornbrot, ja, kannst du Kohlenhydrate zu dir nehmen, ja, um Energie zu finden. Was auch gute Energiequelle ist, sind dann tierische Fette, ja, pflanzliche Fette, jetzt Fette mehr, wenn man Aufladephase hat, ja. Und sonst in der Diätphase halt nur Reis nehmen, habe das dann ja auch schon mal erwähnt. Ja. Bei Erdnuss, was auch gute Kohlenhydratquelle hat, hat aber 17% noch pflanzliche Proteine. Ja. Und bestimmte Bohnensorten haben pflanzliche Proteine ohne Kohlenhydratquelle. Ja. Und jetzt habe ich das vegane Protein gekauft vom Mammut. Ich bin jetzt mal mit Proteinen eine Weile versorgt, also nicht jede Woche mal rein. Ich habe mal früher immer das Kit, ich habe mir ein Päckchen gekauft und eine Woche später bin ich wieder reingerannt, habe mir ein neues Päckchen kaufen müssen.
Jetzt kaufen wir halt gleich mal 2 Päckle oder 3 Päckle, dass ich nicht jede Woche den Stress habe mit dem Einkaufen, sondern einmal eine Weile versorgt bin mit Proteinen. Gut, ich habe mir jetzt der letzte Abend, es war gestern, deswegen einen kleinen Clips drehen, weil ich ein bisschen Einkauf gemacht habe, hat mir dann halt das vegane Protein gekauft und Maca-Tabletten, um meinen eigenen Hormonwert zu stärken. Ja, dass mein eigener Hormonwert, mein eigener Testosteronspiegel her ist, was für den Muskelaufbau auch von Vorteil ist. Ja. Also, wie schon gesagt, ich liebe den Sport. Der Sport bringt das Beste aus mir raus, gibt mir Halt im Leben, gibt mir Balance im Leben. Das mache ich also gern Sport. Ja. Ganz gerne in Fitnessstudios, ganz gerne in Dojos, ja, um einfach das Beste aus meinem Leben zu machen. Ja. Und der Sport möchte aus jedem einen Gewinner. Ja. Man muss ihn halt nur betreiben. Ja. Also ich finde es geil, das vegane Protein. Und freue mich schon drauf, wenn ich mal, jetzt muss ich mal das erschöpft werden. Ja. Ich habe mir 3 Päckle gekauft, wo veganes Protein drauf gestanden ist. Ja. Und da war das dabei, aber das ist ja Whey-Protein. Ja. So. Ich freue mich immer wieder, wenn ich ins Training gehe, weil da kann ich das Beste aus mir holen. Ja. Und ich wollte mir auch mal wieder natürlich mal ein Maisprotein kaufen. Und ja. Aber mit der, wie schon gesagt, mit der Massenhaltung muss man auch mal selbst reflektieren. Meine, jeder Mensch sollte sich auch selbst reflektieren, ob das, was er kauft, konsumiert, wie er sich verhält, auch immer das Richtige ist. Und durch die militante Veganerin und die, was von der Massenmilchhaltung oder geschwätzt hat, da habe ich auch selber hinterfragen müssen, weil auch wenn es für mich verträglich ist, für mich persönlich, ein normales Protein, wenn das aus der Massentierhaltung kommt, nur schauen wir ein bisschen Molke drin, wie wurden die Tiere dann im Endeffekt auch ausgenutzt, aber deswegen bin ich gestern im Laden gewesen und habe eigentlich mehr den Anspruch gehabt, ein veganes Protein zu kaufen, aber ja, da habe ich mich halt selbst reflektiert, ich meine, ich bin mir sicher, dass ich mir auch mal wieder normales Protein kaufe, aber momentan habe ich mehr den Anschluss gehabt, veganes Protein zu kaufen. Und ja, wie mich sportlich entwickelt und was aus mir wird, das könnt ihr ja immer auf meinem Kanal verfolgen. Und ja, dass man sagen, mein Taekwondo-Trainer macht, das hat ja auch ein bisschen meine Diät zerrissen. Ja? Weil du musst du echt eine richtig starke Mentalität haben für so eine Diät und du musst du halt richtig durchziehen. Und darfst du nichts anderes kennen als deine Diät. Wenn ein Kumpel von dir und ein Trainer von dir und ein Freund von dir dann halt so schwer krank ist, dann bist du mental halt nicht ganz so stark bei der Sache. Jetzt bin ich froh, dass ich mich auf keinen Wettkampf vorbereite, weil für einen Wettkampfathlet, gerade jetzt vor allem wenn es im Pro-Grad hin, darf sowas nicht geben. Dass der mental nicht, da gibt es kein rechts, kein links. Egal was privat ist, auch wenn sie so die Probleme haben wie ich, die müssen trotzdem ihre Diät strengst durchziehen. Also müssen das Problem echt ausblenden. Und ich habe halt das Problem nicht ausblenden können und deswegen bin ich schon ins Strauch gekommen. Aber ich möchte halt doch jetzt strengst auch meinen Diätplan weiterziehen. Nach dem Feiertag im neuen Jahr. Aber auch wenn wir jetzt in den Feiertag was gegessen haben und mal gucken, wie die Resultate dann aussehen. Aber wie schon gesagt, das Mammut ist ja jetzt einmal so ein Supplement herstellt, der auch immer besser wird. Ja. Und auch wenn da viele ein bisschen Kritik hin, was grundlos war, weil Mammut immer ein starkes Supplement herstellt, das sich von sich aus immer verbessert. Der Wirkstoff von dem Protein wird besser. Ja. Guck mal, das Design von der Dose wird besser, obwohl das Design mich eigentlich nicht so interessiert. Mich interessiert halt, obwohl es eigentlich immer optisch auch gut ist, aber das interessiert mich gar nicht. Mich interessiert eigentlich immer der Wirkstoff in der Dose, ja. Und ja, es ist immer schöner, wenn es ein schönes Design aus ist, aber immer das Wichtigste von allem
ist nicht das Design, nicht der Geschmack, sondern der Wirkstoff in dem Dos. Was ich halt auch noch besser finde, ist halt der Dos. Ne? Die kannst du halt leichter zumachen, ne? Wie so Päckle. Wo Euromax auch gute Proteine herstellt, jetzt sei das Whey-Protein oder das vegane Protein. Und ja, also ich wünsche euch alle das Beste an eurem Training. Passt auf euch auf. Ich wünsche euch ein guter Rutsch ins neue Jahr, wenn es soweit ist. Das ist ja heute. Und seid sehr, liebe Freunde.